Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Heute mit Wurstend beim Daniel in seiner Hexenküche hier. Wilde Sachen mit wilden Kräutern. Wir versuchen das heute etwas zahmer und haben dafür einen Dampfgarer am Start und haben das Ganze unter dem Thema Klimakochen aufgehängt. Und wir machen einen bunten Gemüseeintopf. Dank mir habe ich also jetzt hier die Kohlröschen kennengelernt. Ich dachte erst, sie hätte sich vertan, ne, mit Rosenkohl. Aber nein, sie sagte Kohlröschen. Daraufhin habe ich dann direkt gegoogelt und war mir nicht sicher, weil das ein absolutes Trendfood jetzt ist. Also ziemlich neu, wurde mir gesagt, ob wir das auf unserem Wochenmarkt bekommen. Und am ersten Stand hat es nicht geklappt, aber danach, ja, tada. Und ich bin jetzt sehr gespannt, also ich werde das erstmal verkosten, aber man kann es auch roh essen. Hier haben wir vorne schon mal das Gemüse geschnippelt, das sind rote Möhren. Pastinaken hattest du gekauft. Genau. Ich hatte noch ein bisschen Sellerie gefunden und Süßkartoffeln. Und ich denke mal, wir fangen einfach mal an, ja, mit den Zwiebeln. Ha, jetzt aber. Oh. Das ist ja der Start hier, wie von einer Rakete, ne? Genau. Okay. Ich habe schon ein bisschen vorgeheizt, das heißt, das Öl ist auch schon ein bisschen warm. Mhm. Und die Zwiebeln brauchen wir in dem Öl, damit fangen wir an. Auch ein bisschen, um Röstaromen in den Topf mit reinzukriegen. Genau. Das und sieht gut. Brate ich kurz an, bis sie so ein bisschen glasigen Teint bekommen. Es geht hier gut zur Sache, die Pfanne ist voll, also der Daniel, der ist ja bestens ausgestattet hier. So, aber ich würde mal sagen, das soll es ja auch gewesen sein. Ja, jetzt mal ein bisschen in den Hintergrund, okay. Hat doch Daniel gesagt. Okay, alles klar. Willst du haben? Ja. Dann nehme ich das hier lieber. Aber du kannst, wenn die Kartoffeln drin sind, ein bisschen Wasser reinziehen. Ja, das mache ich dann. Wir haben natürlich alles schon vorgeschnippelt, damit wir uns hier nicht ewig mit dem Schneiden aufhalten müssen. Aber Leute, es lohnt sich wirklich. Also in der Küche das mit zwei Personen zu machen, macht wesentlich mehr Spaß. Und ja, auch das Kartoffelschälen gehört wirklich dazu. Ist auch ein bisschen entspannend und meditativ. Also kauft die nicht unbedingt schon so fertig geschält im Glas. Ja, so, möchtest dann du? Macht das ja irgendwie Sinn, dass ich dabei stehe. Ne? Genau. Und so mit beiden Händen. Also Leute, das macht richtig Spaß. Tatsächlich. Hier warten wir ein paar Minütchen. Okay. Eine richtige kleine Dampfmaschine. Ja, die Musikbox und Dampfmaschine. Also manchmal ist es natürlich einfacher, so klassisch weiter zu kochen, weil man da die Garpunkte dann auch im Gefühl hat. Hier müssen wir ausprobieren. Jetzt darf man auch gar nicht daran gehen. Ne? Nee, sollten wir lieber nicht. Müssen wir erst entspannen. Ich würde nur sagen, wir lassen den jetzt einmal auf Dampf kommen, auf Druck kommen. Ja. Und der Sinn ist, dass der Dampfgarer mit einem Deckel ja einen Überdruck erzeugt. Ja. Ja, und damit kannst du den Dampf heißer machen, heißer machen als 100 Grad, ja, weil du unter Druck kochst. Das ist das Prinzip des Dampfgarers. Während du hier kochst du ja nur mit kochendem Wasser. Das heißt, das ist 100 Grad. Dass der natürlich eine Isolation hat, eine Isolierung und nicht so viel Wärme nach außen lässt. Und dieser Edelstahltopf, der ist ja brennend heiß. Und hier haben wir eine Oberflächentemperatur von 30 Grad. Also das heißt, wir haben jetzt da... Also wir sehen deutlich, dieser Dampfgarer ist energieeffizienter als der Edelstahlkochtopf. Und die Zuschauer, falls sie sich also jetzt wundern, warum die also so eine schöne Papiermanschette bekommen haben, wir haben eben hochwertige Edelstahltöpfe und die haben dann den Vorteil, sie spiegeln alles. Und sie spiegeln halt einfach auch den Strahl von den Infrarotstrahl und somit kann der Jörg nur messen, wenn nicht der Strahl reflektiert wird. Die Ulrike hat auch Schwarzwurzeln gekauft. Und Schwarzwurzeln, ja, das war eine echte Entdeckung. Die hat so ein bisschen was von so einem Dirigentenstab. Ja, ich würde sagen, das sieht aus wie ein Zauberstab von Harry Potter. Aber ja, die kann man mit einem Sparschäler gut abschneiden. Genau. Wichtig ist dabei, das Ganze unter Wasser zu machen, weil die haben so ein klebriges Gummizeug, das die absondern. Und dieses Wasser, in dem wir sie jetzt zwischengelagert haben, das ist Wasser mit Zitronensäure, damit die nicht braun werden. Sobald das dann geschält ist, oxidiert und dann diese braune Färbung bekommt, die nicht ganz so appetitlich aussieht. Und jetzt sind die auch butterweich geworden. Da sind ein paar dabei, die sind ein bisschen fleckig.
Hier, guck mal da. Ja, ich habe das jetzt hier mit der Nudelkelle gemacht. Das geht auch. Töchel noch so drauf. Ja, Petersilie, Koriander oder genau. Aber eben auch schon so eine Mischung ist ja auch ganz nett. Mhm. Also wirklich köstlich. Ja. Und also diejenigen, die sich vielleicht fragen, warum hat die hier noch so schwarze Punkte? Mhm. Ich schäle dann immer nur so viel Schale weg, wie muss. Mhm. Und das, was dann so sozusagen in den Falten drin ist, das lasse ich halt einfach bestehen, weil ja, ist ja auch gesund. Ist ja jetzt gekocht auch. Abgekocht. Keine Musik. Ah, guck mal da. Aber guck mal, das sieht doch schon gut aus. Da kann doch noch Salz rein. Komm, Feenstaub. Ja, jetzt aber. Ne? Weil da ist ja Salz und Hefeextrakt mit drin. Mhm. Ja. Und dann hier noch mal ein bisschen Kurkuma. Ja, das ist natürlich nicht so viel, ne? Das wird sehr gelb. Komm, rein noch mit. Mhm. Darauf bin ich sehr gespannt, auf die Kohlröschen. Mhm. Und dann kommt nämlich noch mal der ganze Dings angeht. Zack, an, Start. So, und dann Peng. Ja. Das ist der Geysir, ne? Also man fühlt sich sofort wie in Island. Und gleich möchte ich das ventildicht machen. Oh, so, und jetzt ist der Druck da. Das Ding ist da. Und dann lassen wir ihn noch mal ein paar Minütchen gar ziehen. Ich habe hier ein bisschen Pfeffer mitgebracht. So. So sieht das dann aus. Ich bin wieder rührig dabei. Boah, sieht das geil aus. Also, wenn Erasco sowas machen würde. Ja, wir wollen aber jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Aber wirklich toll. Also nicht nur, weil wir das gemacht haben. Warte mal eben, jetzt Tupfer. Tupfer, Frau Doktor. So, und den ersten Teller geht an unseren Ingenieur. Thermobildkamera, ja, genau. Ja, hätte noch ein bisschen mehr Salz reingekonnt. Ja, ne? Ein bisschen irgendwie. Ich koche eh sehr salzarm. Das ist eigentlich fast gar nicht. Ich finde es sehr, sehr schön.